Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. So, willkommen zu einem neuen Video. Ramses Kitchen neigt zu einer neuen Trink-Challenge in dem Sinne, denn Flatti hat nominiert, ne? Moin, euer Flatti hier. Ich nominiere 3 Leute, diese Challenge auch mal auszuprobieren. Mal schauen, ob die es besser hinkriegen als ich. Ich nominiere Natururin, einfach Jannis und Ramses der Dicke. Mal schauen, ob die sich diese Challenge zutrauen werden. Wartet noch. Der hat nominiert Ramses den Dicken, ne? Und ich habe mir gedacht, der Ditschen, der sitzt ja eh hier, weil wir eine Dose Suströming geöffnet haben. Das Ergebnis könnt ihr hier sehen. Suströming. Gut, da können wir jetzt nicht so reingucken. Auf jeden Fall ist in dem Eimer, Alter, das schwarze Loch. Bruder, was ist denn los? Hier, das schwarze Loch mit Suströming drin. Wunderbar. Wir haben eine Nominierung bekommen, also von Flatti. Einmal Suströming Wasser auf Ex zu trinken. Jetzt habe ich mir gedacht, der Flatti hat das ja eh nicht geschafft. Und da der Ditschen da ist, wollten wir uns das aufteilen. Jeder kriegt ein Glas, ein schönes Homer Simpson Glas. Wir füllen das Suströming Wasser hier ein. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Hier ist jetzt noch, wenn ihr das seht, das ist noch die Dose, da ist noch Fisch drin. Ja, ich brauche keinen Fisch. Den am besten erstmal rauspacken. Hier ist ein Ditschen sein Eimer. Sein Rewe-Eimer. Dann können wir jetzt erstmal den Fisch reinknüppeln. Guckt euch den an. Der sieht auch gut aus. Der wird auch nicht verschwendet. Da wird später noch Salat rausgemacht. Schön den Suströming. Wer wissen will, wie der Suströming geschmeckt hat, der muss sich das Video davor angucken. Dann wisst ihr Bescheid. Den packen wir jetzt auf jeden Fall hier rüber. So. Einmal hier, einmal da. Nur kriegen. Ja. Und es war auf jeden Fall schlimmer als beim Flatti im Video. Eine Dose Arsch. Ja, es sieht jetzt leider gar nicht so viel aus. Musst du reinklicken. Bei ihm waren ja nur noch Kreden. Bei ihm waren ja nur noch Kreden drin. Ja, das ist ja das Problem. Vielleicht hat sich der ganze Fisch wirklich zersetzt. Wir füllen einfach mal hier ein, wir gucken mal, wie viel das ist. Achso, jetzt habe ich das gar nicht hochgehalten, aber ihr seht, da ist auch nichts daneben gegangen. Das sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Die Dose ist leer, die wir geöffnet haben mit dem schönen Fackelmann-Dosenöffner, damit der Deckel eben schön abgeht, nicht scharfkantig ist. Da der Deckel von der Suströming-Dose. Das ist es jetzt, so viel. Sieht aus wie ein Schoko-Fitness-Shake. Was sagst du? Soll ich das jetzt alleine probieren? Oder wollen wir es uns wirklich einfach aufteilen? Du weißt, man lebt nur einmal, du bist am Start. Wir können das jetzt durchziehen. Also, ich kipp mal ein bisschen um. Dann gucken wir mal, dass es ungefähr gleich ist. Ja, noch ein wenig. Ich dachte, du sagst, ja, reicht, dann nimmst du halt einen Schluck mehr. Ja, gleich oder nicht? So, jetzt haben wir hier 2 Gläser mit dem Suströming Wasser. Hm. Bitteschön, ich gebe dir mal deins. Lass mich erstmal kurz nochmal Luft holen. Ich nehme mal meins, mein Eimerchen stelle ich schon mal hin. Danke auf jeden Fall für die Nominierung an Flatti. Flatti, Boops and More. Suströming Wasser auf Ex. Ja. Ich bin gespannt. Du brauchst noch? Theoretisch kann ich ja einfach schon anfangen. Nase zuhalten ist nicht. Und es riecht halt wirklich wie Scheiße. Ja, es riecht einfach nach Scheiße. Ihr kommt hier rein und ihr denkt, Alter, was geht ab? Ne? Wo ist die Windel? Bring die raus. Aber Prost. Prost. Wir sind gespannt. Geh doch. Oh.
Es hört gar nicht mehr auf. Die Chili Cheese. Weil das so ultra ist. Es ging bis runter und dann ging es blub, blub. Er sagt doch, ging noch, ne? Oder geh doch. Blättchen. Jetzt habe ich auch tränende Augen wie er vorhin am Anfang. Und es riecht schon wieder nach Scheiße. Jetzt sind wir aber aus moderner Scheiße. Ja, da passt wenigstens komplett. Das war mal kurz drin. Ja, also auf jeden Fall bestanden. Weil es wurde auf Ex reingekippt. Und dann wollte ich mir nur die Krede von der Zunge machen. Und plötzlich kommt so ein brennender Salzstrom nach oben und ätzt ja einfach alles komplett weg. Und es hört nicht mehr auf und es kommt hinterher und hinterher. Jetzt können wir mal gucken. Ja, sehr schön. Und abtupfen mit dem Soßströming-Tuch, dass die Stirn auch noch riecht. Das hat aber unten echt komplett auf links gedreht. Also ich weiß nicht, ich habe ja bei uns schon gesagt, vielleicht haben wir, die Dose war nicht okay, weil beim Öffnen, der Geruch war ja gar nicht so schlimm. Aber ich kann es jetzt wirklich nicht verstehen, beim Fladdy, der hat die Dose aufgemacht und ja, der hat keine Miene verzogen sozusagen. Klar, hat ein bisschen komisch geguckt, aber es sah alles so harmlos und chillig bei ihm aus. Auch als er dann das Wasser getrunken hat. Oh, das ist ja eklig. Einfach so gesagt. Und man hier, ach, das geht doch, und der ganze Körper spielt einfach nur verrückt. Hat hier auf links gedreht. Oh. Nicht empfehlenswert. Das ist auf jeden Fall heftig. Ich nominiere Ismo auf jeden Fall, mal Soßströming Wasser auf Ex zu trinken. Und Dali der Dicke, der sich komischerweise jetzt Dali der Dicke nennt, warum auch immer. Ich sehe nichts mehr, ich bin fast blind. Meine, der Kotzeeimer, der nach Scheiße stinkt. Weiß gar nicht, hat er eine reingekackt oder reingekotzt. Das ist auf jeden Fall dasselbe. Aber Mission erfolgreich. Die Soßströming-Dose. Den Deckel verlose ich auf jeden Fall. Aber so wie er ist. Wir können es ja so machen, wenn ihr Bock habt, die Dose Soßströming zu gewinnen, dann, na, eigentlich muss man die behalten. Das ist was Perverses für eine Sammlung. Aber wer trotzdem Bock hat, die Soßströming-Dose zu gewinnen, dann kann ich ja hier auf den Deckel, kann ich ja Ramses der Dicke schreiben, kann die verlosen. Dann schreibt einfach mal in den Kommentarbereich Hashtag Soßströming. Durchfall. Aber richtig schreiben. Und dann kann ich die ja rausgeben mal an den Gewinner mit Unterschrift als Andenken an das Video. Vielleicht mache ich jemanden glücklich. Wie gesagt, ist nicht scharfkantig. Könnt ihr Frisbee mitspielen. Alles wunderbar. Ist nichts mehr drin, bis auf den letzten Schluck. Prima, Soßströming. Wunderbar, so muss es sein. Hier ist auch noch ein Wolf drauf. Ich glaube, ich muss mir noch eine bestellen, die ich direkt einfach wegschmeiß und nur die Dose aufhebt, damit ich eine habe. Weil die Dose ist so schön, ne? Wie gesagt, wenn ihr die Dose gewinnen wollt, dann macht mal ein Hashtag Soßströming in die Kommentare. Mal gucken, vielleicht verlosen wir die dann mit Unterschrift. Das war es aber vom Ditschen seiner Seite aus. Zum Glück haben wir es geteilt. Sonst wäre ich jetzt noch nicht fertig mit Brechen. Und dann hätte er nicht gebrochen. Aber so bin ich nicht alleine, der Doofe. Das war's von unserer Seite aus auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.